Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 72 vom Dienstag, dem 18. Juli 2023, in der Podcast-Reihe von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Heute ist ein besonderer Podcast, das ahnt man schon, wenn man den jetzt zufällig auf YouTube sieht, weil der jetzt wohl in der Audio-Podcast-Reihe erscheint auf www.ralfstumpf.de/podcast und als Video auf meinem YouTube-Kanal. Und deswegen sieht man jetzt schon, wenn man sieht, die anderen haben dich kurz lachen gehört, Dagmar Ling, herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen. Wir starten jetzt eine Podcast-Reihe mit den Referenten, oder muss ich Referentin sagen? Mit den Referierenden. Ja, genau. Ist dir wichtig hier. Ja. Vom Landsiedel-Sommer-Kongress, der jetzt vor 2 Wochen war. Und irgendwie kam da die Idee, das wäre doch schön, mit allen, die da Vorträge gehalten haben, einen Podcast zu machen. Und ich freue mich sehr, Dagmar, weil dass wir beide diese Reihe jetzt beginnen, den in Anführungszeichen Jagdsaal-Club. Ich freue mich auch sehr. Vielleicht erzähl mir mal ganz kurz, wie es da überhaupt ist in Zeilitzheim. Du warst ja auch, glaube ich, zum ersten Mal dabei. Ja, Ich hatte dir genau. vorher noch erzählt, ich habe dir gesagt, Dagmar, das ist der schönste Kongress von der ganzen Welt. Und du hast mich ausgelacht und jetzt weißt du es auch. Ausgelacht habe ich dich nicht, aber ich war kritisch, ich gebe es zu, weil der schönste Kongress der ganzen Welt ist schon eine Ansage. Ja. Es war wirklich sehr, sehr schön. Ja, du hast nicht übertrieben. Genau. Es ist eine wunderbare Location, dieses Barockschloss in Zeilitzheim. Es sind tolle Leute, also das Landsiedelpublikum ist sehr, sehr angenehm. Ich finde, es ist eine sehr schöne Stimmung unter den Referenten. Also verglichen mit vielen anderen Kongressen, die ich kenne, ist es im Grunde konkurrenzfrei. Es ist wirklich mehr ein Miteinander als so ein Gegeneinander. Und es ist auch so ein Teilen von den Sachen. Also die Referenten gehen ja auch in die Vorträge der anderen. Und natürlich dann der Höhepunkt, das sind die Pitches auf dem Brunnen. Das ist, glaube ich, auch eine weltweit einzigartige Besonderheit dieses Ja. Kongresses. Im Schlosshof gibt es einen Brunnen. In diesem Jahr war der ohne Wasser. Und dann muss man als Referent auf den Brunnenrand klettern, in halsbrecherischer Art und Weise, bei dir sogar mit hohen Schuhen. Ja. Da irgendwie von der Brunneneinfassung runter einen Pitch machen, also kurz seinen eigenen Vortrag ankündigen. Die Herausforderung war vor allem, dass an dem Vormittag, wo ich dran war, die ganze Zeit ein kleines Kind auf diesem Brunnen so ganz leicht und locker rumgeklettert ist, was natürlich diesen Anspruch, ganz elegant auf diesen Brunnen zu klettern, noch mal so ein bisschen erhöht hat. Also das war wirklich schön, dass das Kind immer so hoch runter, zack, zack, zack. Und ja, ich hatte ein bisschen höhere Schuhe an, aber ich glaube, ich habe es ganz gut hingekriegt. Dafür hast du mehr Ahnung vom Thema Geld energetisch, Ja. worauf wir jetzt da gleich auch kommen werden. Dann gibt es dann 3 oder 4 Vorträge immer parallel, die auf dem Brunnen pitchen und dann, eben, die Leute melden sich dann, wer will in welchen Vortrag. Und der größte Raum ist der Jagdsaal und das ist dann sozusagen der Jagdsaal-Club, die Leute, die den Jagdsaal gepitcht haben. Und da muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Du warst Dankeschön. das erste Mal vor Ort und hast gleich den Jagdsaal gepitcht Ja, und dort einen Vortrag gehalten. Und über den reden wir jetzt. Und damit alle wissen, worum es geht, lese ich jetzt erstmal vor, womit du dich angekündigt hast, also mit dem Text im da fehlt noch der Titel. Der Titel war Geld fließende Energie. Geldfließende Energie. Und dann hast du die Leute mit folgendem Text, also im Programmheft, das ist jetzt nicht dein Pitch auf dem Brunnen gewesen. In spirituellen Kreisen wurde Geld zu haben lange verteufelt. Für die Entwicklung zu einem höheren Bewusstsein galt es als irdisch und störend. Es gibt jedoch auch Strömungen, die Geld aus energetischer Sicht anders betrachten und so das Thema aus einer neuen Perspektive sehen. Häufig fragen wir uns, warum die einen ihr Leben lang hart für ihr Geld arbeiten müssen, während es den anderen, die bereits viel davon haben, in großen Mengen förmlich in die Taschen fließt. Dagmar Ling klärt die Frage, woran das liegt, aus energetischer Sicht und welche Überzeugungen hilfreich sind, an viel Geld heranzukommen. Wie wir uns selbst davon abhalten, Geld zu haben, in Fülle zu sein und wie Geld und Selbstwert zusammenhängen und welche Querverbindungen zum NLP bestehen, wird in diesem Vortrag aufgelöst. Zudem gibt es eine praktische Übung und Anleitung zur Manifestation von Geld und Fülle. Und das hast du in einer Stunde mit den Leuten gemacht.
Ja, ich habe jetzt gerade beim Durchlesen gemerkt, also ein paar Sachen habe ich leider nicht mehr geschafft, nämlich ich wollte am Schluss eigentlich nochmal auflösen, wie die Verbindung zu den logischen Ebenen ist. Das habe ich, glaube ich, an ein, zwei Stellen zwar angesprochen, aber das hat nicht mehr gereicht. Und wir haben nicht eine Übung gemacht, sondern wir haben, glaube ich, fünf oder so gemacht. Also es waren ganz viele praktische Übungen dabei und das hat das Ganze auch unglaublich spannend gemacht, auch für meine Zuhörerinnen, Zuhörer, weil die einfach wirklich mit sich arbeiten konnten und mit dem Thema direkt in der Stunde schon arbeiten konnten. Für mich klingt es ja ein bisschen, wenn ich den Text lese, wie der Schritt vom Handlungstyp zum Beziehungstyp. Also von hart für Geld arbeiten und damit Ja. ordentlich was verdienen, zu lass es einfach zu dir kommen. Genau, also ich habe festgestellt, auch jetzt in der Beschäftigung mit dem Thema in den letzten anderthalb Jahren, dass letztendlich die ganze energetische, die spirituelle Arbeit mit Geld natürlich im Beziehungsbereich sich abspielt und dementsprechend auch die Übungen häufig systemisch sind oder eben energetisch sind, weil genau diese neue Herangehensweise die Ursache, also die Ursache-Wirkungslogik außer Kraft setzt. Und ich glaube, das macht es auch für viele erstmal so ganz wenig greifbar und trotzdem spannend, weil wir damit uns eben nicht so oft auseinandersetzen, dass wir eben in diesem chaotischen Bereich auch ganz leicht mit diesen Themen umgehen dürfen und dass es eben hier nicht um Arbeit geht, sondern dass es wirklich darum geht, mich bereit zu machen, zu empfangen und wie ich mich dazu ausrichten kann. Also würdest du nicht sagen, dass es im Augenblick so eine Art Trend ist, weil du sagst, wir beschäftigen uns wenig damit. Ich glaube, es waren zwei oder drei Vorträge auf dem Kongress zum Thema Geld. Einer davon sehr klassischer über Geldanlage. Aber ich würde jetzt mal sagen, in diesem ganzen Feld von energetischer Arbeit, Manifestierarbeit geht es doch regelmäßig auch um Geld. Ja, auch. Auch. Es geht häufig auch um Beziehungen. Es geht schon auch um Geld. Ich habe aber den Eindruck, dass in den klassischen Manifestationsseminaren eher das Manifestieren klassisch erklärt wird und weniger speziell aufs Geld eingegangen wird. Und ich bin ja auf das Thema eigentlich deswegen gekommen, weil ich festgestellt habe in meinen Coachings und auch in meinem Coach-Mentorship, wo ich ja mit weiblichen Coaches arbeite, dass die Glaubenssätze zum Thema Geld wirklich die sind, die im Vordergrund stehen. Also die alles andere blockieren, gerade in die Selbstständigkeit zu kommen, auch in den Erfolg zu kommen, weil die so tief verankert sind, weil wir die teilweise über Generationen übernommen haben. Und das war für mich eigentlich so der Grund, wieso ich mich überhaupt so intensiv mit dem Thema und nicht Manifestation im Allgemeinen angefangen habe zu beschäftigen. Und ja, ich glaube schon auch, dass in den anderen Seminaren auch darum geht, jetzt in denen, wo ich war, war Geld nicht unbedingt das Thema. Aber ich habe auch nicht alle gesehen. Das ist leider Also ja du würdest nicht sagen, dass möglich. sozusagen dieses, ich sag mal, allgemeine klassische Thema Manifestation beim Geld dann oft nicht so klappt. Naja, das klappt schon, wenn alles andere auch berücksichtigt wird, worüber ich auch gesprochen habe. Weil es reicht halt nicht aus, zu sagen, ich stelle mir das jetzt vor. Weil häufig ist eben genau dieses, es ist ein bisschen wie beim Ankern. Klappt es jetzt wirklich? Kann es wirklich so einfach sein? Und damit manifestiere ich natürlich genau das. Also ich manifestiere den Mangel. Und also letztendlich unterscheidet sich die Geldarbeit nicht so wirklich vom allgemeinen Manifestieren. Nur, was ich eben festgestellt habe, es geht noch viel stärker als bei den anderen Themen wirklich darum, wie klar bin ich in mir? Wie sicher ist meine Ebene 5? Weil die Wünsche, die ich habe, die manifestieren sich da, wo Sicherheit ist. Das heißt, wenn die Sicherheit bei mir liegt, in meiner Identität liegt, dann manifestiere ich es bei mir. Wenn die Sicherheit aber nicht bei mir liegt, sondern Unsicherheit, dann geht es halt irgendwo anders hin, da wo mehr Sicherheit waltet und eben nicht zu mir. Und das ist letztendlich so wirklich ganz kondensiert, das, was ich rausgefunden habe, dass unsere Sicherheit, also die Selbstsicherheit, der Selbstwert, die Basis für diese ganze Manifestationsarbeit mit dem Thema Geld sind. Und ich würde schon sagen, dass man große Teile der Arbeit auch anwenden kann auf andere Themen. Und trotzdem glaube ich, ist es noch mal ein bisschen spezieller, weil eben die Glaubenssätze dazu ganz, ganz tief liegen und ganz viel anderes eben mit blockieren, weil es ganze Glaubenssysteme sind, die da aufgebaut wurden über die Zeit. Jetzt ist natürlich mein NLP-Ohr gewachsen, das heißt, du ziehst es sehr auf die Ebene 5. Ja.
Also nichts Systemisches, weil du vorhin meintest, man hat die Glaubenssätze ja bekommen, zum Beispiel aus der Familie, aber auch nicht da, wo sonst Geld klassisch angesiedelt wird, auf Ebene 4. Also nicht so sehr bei Nee. Glaubenssätzen und Werten, sondern wirklich ein Selbstthema. Also ich empfehle schon, das habe ich auch in meinem Vortrag gesagt, die Glaubenssätze zu bearbeiten. Und es sind schon auch Glaubenssätze von Ebene 6 dabei. Also je nachdem, wie ich aufgewachsen bin, es haben auch einige im Vortrag gesagt, das ist unfair meinen Kollegen gegenüber oder das kann ich meiner Familie nicht antun. Also so dieses, ich darf jetzt nicht viel Geld verdienen, weil in meiner Familie hat niemand so viel Geld verdient. Diese Glaubenssätze sind natürlich aktiv und die sollten genauso bearbeitet werden, weil wir wissen ja auch von den logischen Ebenen her, die wirken natürlich direkt auf die Ebene 5 und die wirken auch weiter auf die Ebene 4. Und trotzdem, die Glaubenssätze an sich, die können schon auf der 4 liegen, aber die Sicherheit, die ich brauche, die muss auf der 5 liegen. Sonst komme ich mit dem Thema nicht weiter. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt, warum es da häufig hapert beim Manifestieren von Geld. Und es spielen halt ganz viele andere Faktoren eine Rolle. Und die Ressourcen, die wir brauchen, die kommen von der 7. Und dann sind wir halt schon wieder im energetischen Bereich, auch wieder im systemischen Bereich. Und das war ja auch so die Grundlage, diese 5 Säulen, mit denen ich gearbeitet habe, auch im Vortrag, die ich für mich rausgefunden habe. Da gab es auch ein Handout für die Teilnehmer, die da waren. Und ja, vielleicht kannst du das auch verlinken oder vielleicht können wir nachher auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Wir können sehr gerne gleich jetzt drüber reden, weil das wäre auch mal eine Frage gewesen. Ich meine, es ist klar, dass wir jetzt, wenn wir hier eine Stunde Podcast machen, können wir nicht ein komplettes Programm zum Thema Geld manifestieren machen, aber vielleicht so mal den Anfang zum Neugierig machen. Wie täte es denn dann konkret mit dem Soll ich es mal einblenden? Gerne. Dann sehen es Weil natürlich zumindest im die, die es Podcast. angucken und du siehst es auch. Ja. Und wir müssen es halt dann vorlesen. Genau, ich lese es jetzt mal vor. Also es sind 5 Säulen und die erste Säule ist Überflussbewusstsein und Dankbarkeit. Und Überflussbewusstsein heißt letztendlich, dass ich mir im Klaren darüber bin, dass alles in Fülle vorhanden ist, dass wirklich alles von allem so viel da ist. Und da finde ich so wunderbar, diese Metapher vom Aprikosenbaum, der so voll hängt an Aprikosen, dass man mehr als genug davon hat. Und häufig gerade beim Thema Geld ist so dieser Gedanke von, es reicht nicht für alle. Manche haben viel davon, deswegen haben andere wenig davon. Und deswegen hier ist die Voraussetzung, wirklich davon auszugehen, es ist alles im Überfluss vorhanden, weil ich ja ohnehin davon ausgehe, Geld ist Energie, Geld ist gar nichts Materielles. Geld existiert gar nicht wirklich. Es existiert nur als Energie, die sich materialisiert. Und letztendlich eben, da habe ich jetzt den Punkt Dankbarkeit dazu genommen, dankbar zu sein für diese Fülle, die ich bereits habe. Also alles, was im Leben schon da ist, die ganzen Dankbarkeitsgeschichten kennen wir jetzt schon seit vielen Jahren, machen auch ganz viele Leute, dass sie Dankbarkeitstagebücher schreiben, Dankbarkeitslisten schreiben. Und ich wollte es hier einfach nochmal zusammenbringen und ich habe zu jeder Säule so eine kleine Affirmation auch mit aufgeschrieben. Und die Affirmation zum Thema Überflussbewusstsein und Dankbarkeit ist, ich bin immer zur rechten Zeit am rechten Ort. Fülle ist für mich einfach und natürlich, es ist für mich gesorgt. Also das einfach so dieser Kokon von, das ist auch für mich möglich, es ist für jeden möglich und ich nehme niemandem was weg, weil bei ganz vielen Menschen dieses, ich darf nicht viel Geld haben, weil das ist unfair den anderen gegenüber. Ich nehme da jemandem was weg, dass das einfach mal getilgt wird und auch dieses Vertrauen, was auch noch mal ein extra Punkt ist, aber dieses Vertrauen zu haben, ich bin immer am richtigen Ort für das, was ich brauche, für das, was ich mir wünsche. Und das ist was Natürliches, ist in Fülle zu sein, weil die Natur ist in kompletter Fülle. Also wenn wir rausgucken, gerade jetzt im Sommer, wenn wir uns die Blumen angucken, ich weiß nicht, ob da irgendeine Blume sich Gedanken drüber macht, Gedanken in Anführungsstrichen, ob sie jetzt richtig viele Blüten haben darf, weil vielleicht die anderen Blumen dann irgendwie Komplexe bekommen. Also wir können da, glaube ich, von der Natur wirklich viel lernen. Darf ich mal so tun, als ob ich von diesen energetisch-esoterischen Sachen wenig halten würde, nur jetzt gespielt und Ja. ein paar Gegenargumente bringen? Ja, mach Ich das vertrete hier gerne. meine kritischen Zuhörer in dem Kongress. Aber es gibt da eine Frage, die ich mir wirklich stelle. Ich habe mich auch viel mit Geld beschäftigt und ich bin der Meinung, und ich glaube, dem Punkt stimmst du auch zu,
Das ist gut, ist das Geldthema über die Spirale aufzubauen, spiraldynamikmäßig, also von unten nach oben und halt energetischen Sachen dann zu machen, wenn man die anderen Sachen halbwegs drauf hat. Und ich weiß ja auch, was du studiert hast und dass du ja auch handlungstypmäßig und rational denken, das ist ja alles bei dir auch als Du Grundlage. kannst schon sagen, dass ich BWL studiert habe. Ich wollte dich jetzt hier nicht outen. Das ist Aber okay. du kennst natürlich auch die Idee, dass Geld ja gerade deswegen seinen Wert hat, weil es begrenzt ist. Das heißt, wenn jeder im Überfluss Geld hätte, wäre das Geld ja nichts mehr wert, weil dann wäre davon im Überfluss da. Also diese Überflussgedanke, für mich widerspricht der ein bisschen der Idee von Wert, weil eigentlich was wertvoll ist, ist knapp. Nö, weil es ist letztendlich nur eine Austauschenergie für Bewusstsein. Es ist zwar klar, wenn du jetzt sagst, ja, aber das Materielle, und ich glaube, das ist genau auch der Knackpunkt. Also wir beziehen uns immer auf das materielle Vorhandensein von Geld. Nur, was ich halt spannend finde, wie viel Prozent des Geldes, die angeblich in Umlauf sind, existieren denn materiell? Also das ist nur ein minimaler, ich glaube, es sind 3 bis 4% von dem Geld, über das wir reden, weltweit existiert tatsächlich. Deswegen spielt es keine Rolle, ob sich das jetzt noch mal verzehnfacht. Und mal abgesehen davon, es ist so viel Geld irgendwo vorhanden, das niemandem gehört, das einfach frei fließen kann von einer Person zur anderen. Und was auch ganz wichtig ist, ist natürlich, dass wir das Geld auch wieder in Umlauf bringen. Und da positionieren sich auch die Speaker, mit denen ich gearbeitet habe, also wie Gary Douglas oder eben auch Stuart Wilde, von dem ich sehr viel halte, wo er sagt, Geld ist letztendlich wie Mist, wenn du es anhäufst, fängt es an zu stinken. Ja, also die sprechen auch alle davon, du kannst schon einen Teil zur Seite legen, aber nur einen kleinen Teil und der Rest, der muss wieder ins Fließen kommen. Also der darf wirklich direkt wieder zurückgehen in den Kreislauf. Und das funktioniert ja nur dann, wenn ich in dem Vertrauen bin, dass ich immer genügend habe, dann kann ich es auch wieder zurückgeben. Und das finde ich auch sehr spannend, weil häufig ja dieses, ja, wenn ich es dann mal habe, dann muss ich es ja festhalten oder dann will ich es festhalten. Und dann stagniert das Ganze. Und dann kommen wir natürlich auch dahin, dass es weltweit stagniert. Weil wenn jeder irgendwie sagt, ich behalte es aber für mich, ich gebe nichts davon aus, natürlich, dann fließt es auch nicht in die Wirtschaft und so weiter rein. Also es kommt nicht ins Fließen, es wird auch nicht mehr. Es wird auch für die Einzelnen nicht mehr. Es wird eher weniger. Und deswegen auch teilweise reiche Leute, ja, die investieren ja permanent. Sie haben dafür vielleicht irgendwelche Vermögenswerte, Besitz, Immobilien und so weiter. Und trotzdem kommt das Geld an sich wieder in Umlauf. Das heißt, für dich ist es auch ein Prinzip, was in größerem Maßstab funktioniert. Also es könnten im Grunde alle machen. Ja. Weil die Natur genauso ausgelegt ist. Und also ich habe mich da viel auch mit beschäftigt, weil ich es auch sehr provokativ finde und trotzdem finde ich es spannend, dass Armut letztendlich nur ein Konzept ist, das wir uns selbst gegeben haben. Und wenn wir natürlich Leute kontrollieren wollen, dann halten wir die einfach arm. Und auch im Gedanken, du kannst nicht mehr verdienen. Und das hat man ja auch jetzt auch in unserer Kultur sehr gut verankert über die Jahrhunderte, dass halt, es gibt halt ein paar Reiche und die anderen müssen halt hart für ihr Geld arbeiten. Das sind wunderbare Arbeitstiere dadurch. Naja, es gibt ja auch seit Jahrhunderten und Jahrtausenden die eher kommunistischen Konzepte, wo es um die Gleichverteilung geht, aber ich glaube, der Schlüssel zum Wohlstand war das bisher auch nicht. Und ich glaube, was für mich schon im Hintergrund mitspielt, weil ich natürlich Handlungstyp bin, das heißt nicht, keiner arbeitet mehr. Also das hat für mich auch damit gar nichts zu tun, weil wenn wir natürlich alle nur noch da sitzen, Geld manifestieren und überhaupt niemand macht mehr irgendwas, dann funktioniert natürlich dieses ganze Konzept, in dem wir leben, nicht mehr. Nur ich kann ja trotzdem Arbeit tun, die mir Freude macht, die ich richtig gut mache und dafür einfach auch viel Geld bekommen, wo auch immer das herkommt. Um da mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, Dagmar arbeitet richtig viel und ich arbeite richtig viel, ja. Unter anderem auch als Gasttrainerin in der Jablonski-Straße. Ja, genau. Und weißt du warum? Und das ist auch schon die nächste Säule, ja. Weil es mir unglaublich viel Freude macht. Der und ich Übergang glaube, das war, der ist Übergang das. Brillant. Das ist, das ist das Geheimnis. Und ich glaube, wir sind da auch auf so einem Weg hin, dass die Menschen aus Freude arbeiten, dass jeder für sich das finden darf, was Freude macht, wo wir uns wirklich gerne mit beschäftigen. Und das ist auch die zweite Säule, Stabilität und Freude.
Ich entscheide mich für das, was ich gerne mache, und ich mache es zu meiner eigenen Freude. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir aus uns selbst heraus, also aus der Freude heraus, aus dem Bewusstsein, ich mache es in erster Linie für mich herausarbeiten und aus diesem Bewusstsein dann auch anderen geben. Also dass ich daraus dann auch teile. Und ich meine jetzt gar nicht Geld, sondern dass ich das, was ich zu geben habe, also bei mir sind es jetzt halt meine Trainings, meine Vorträge, meine Webinare, also wir sind ja beide im Studio Jablonski donnerstags oft dabei. Das ist ja auch kostenfrei für diejenigen, die sich's angucken. Und wirklich aus der Freude heraus, erstmal für mich, deswegen wähle ich ja auch nur Themen aus und wahrscheinlich machst du es ähnlich, die mir Spaß machen, wo ich Spaß habe an der Vorbereitung, wo ich Spaß habe, das weiterzugeben. Und das ist für mich auch ganz wichtig. Und ich habe mich auch im Vortrag ja auf Human Design bezogen, wo auch nochmal klar ist, 70% sind Generatoren oder manifestierende Generatoren. Da ist der oberste Punkt, also der wichtigste Punkt ist, dass die in Freude sind, also auch in Freude arbeiten. Und wenn 70% der Bevölkerung in Freude arbeiten, also man kann sich vorstellen, was für eine Energie da entsteht. Und so ist es natürlich auch leicht, dann Geld zu verdienen, weil ich mache sowieso das, was ich gut kann, was ich gern mache, was mir Freude macht, was mir Spaß macht. Und dadurch fließt natürlich wesentlich mehr. Was meinst du bei dem zweiten Punkt mit Stabilität? Stabilität, damit ist gemeint die ganze Ebene 5, also Selbstsicherheit, Selbstwert, Selbstakzeptanz. Weil Geld ist ein wichtiges psychisches Symbol für Sicherheit. Und jeder Gedanke, der uns unsicher macht, der beeinflusst auch unsere Fähigkeit, zu Geld zu kommen. Und wie ich vorhin schon gesagt hatte, also Geld fließt dahin, wo es stabil ist. Und in meinem Vortrag habe ich da ja auch den Positionswechsel angeboten, mal in das Geld zu wechseln. Also ich habe am Anfang des Vortrags sollte jeder ein Stück Geld rausnehmen oder einen Schein rausnehmen. Und wir haben da mehrere Übungen dazu gemacht. Und eben eine dieser Übungen war, wenn du jetzt das Geld wärst und dich mal betrachtest als die Person, die dich in der Hand hält, bist du da eigentlich gerne? Möchtest du da sein? Möchtest du da wirklich hinfließen? Ja, und es ist eine unglaublich spannende Erfahrung, sich mal zu betrachten mit seinen Werten, seinen Glaubenssätzen, seiner Identität aus der Sicht des Geldes, also aus der Position des Geldes. Und also ich habe hinterher auch von einigen Menschen das Feedback bekommen, so haben sie Geld noch nie betrachtet und vor allem eben diese Übungen mit Geld noch nie gemacht, diesen Wechsel in diese Position des Geldes, die ist wirklich lebensverändernd. Also ich würde es allen empfehlen, die jetzt zuhören, die es noch nicht gemacht haben, wirklich diesen Positionswechsel mal zu machen. Das heißt, wenn du Geld bist, kommst du gerne zu dir. Auf jeden Fall. Ich arbeite ja selbst auch an dem Thema, ne? Also ich habe die Weisheit jetzt nicht mit Löffeln gefressen. Ich teile einfach das. Ich bin selbst im Prozess. Und ich habe für mich festgestellt, seit ich mich mit dem Thema so beschäftige, dass ich wesentlich mehr Einnahmen habe, wo auch immer die herkommen. Also manchmal kann ich es gar nicht so richtig sagen, was anders ist als im Jahr davor. Und ich arbeite immer noch gleich viel. Also ich arbeite nicht weniger. Das ist dann der nächste Schritt. Und trotzdem habe ich den Eindruck, es fließt anders. Also es meine Haltung ist einfach auch nochmal eine andere. Auch wenn ich, glaube ich, mit Geld jetzt nie großartig Probleme hatte, im Sinne von, dass es nicht da war. Aber ich hatte es auch am Anfang des Vortrags gesagt, also mein Glaubenssatz, es kommt immer genug rein, der war für mich sehr lange positiv besetzt. Ich dachte immer, der ist gut. Also lang war er mir gar nicht bewusst. Und als er mir bewusst wurde, dachte ich, der ist cool, weil es kommt immer genug rein. Ich wollte gerade fragen, wo siehst du da das Negative bei dem Glaubenssatz? Naja, weil für mich irgendwann klar geworden ist, ja, es kommt genug rein. Genug für das, wie ich jetzt gerade lebe. Genug für das, was ich brauche. Aber in Klammern war vorhanden, aber halt nicht mehr. Also es reicht für mich gut, so zu leben, wie ich lebe. Und ich lebe recht locker. Ich kann reisen und alles. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich 3 Porsches vor der Tür habe und ein Riesenhaus besitze. Das ist nicht vorhanden. Und das fand ich spannend, weil ich mich dann gefragt habe, wieso eigentlich? Und dann bin ich auf meine eigenen Glaubenssätze gekommen. Und ich komme ja aus einer Unternehmerfamilie, aus einer Handwerkerfamilie. Und bei uns war Arbeit sehr hoch angesehen. Und das habe ich auch übernommen.
Und es waren aber auch so ein paar Glaubenssätze mit dabei, dass Geld verdienen ist halt nicht so leicht. Und Arbeit muss immer an erster Stelle stehen. Also da hingen schon noch so ein paar Rattenschwänze dran, an denen ich auch schon lange arbeite und es kommt immer mal wieder was hoch. Also gerade jetzt, wo ich auch so mit größeren Beträgen arbeite, merke ich schon, also die Beschränkungen sind vorhanden und das sind auch teilweise einfach Bewertungen über uns und auch über unseren eigenen Körper. Also wir arbeiten in dem Bereich auch viel mit dem eigenen Körper, einfach das wirklich auch zu spüren und dieses Empfangen zu erlauben. Jetzt kommt es natürlich in ein ganz heikles Thema mit dem genug oder nicht genug. Du kennst, glaube ich, ja auch die Geldtheorie von Bernard Lieter aus Mysterium Geld, wo er ja auch mit dem Archetyp der großen Mutter arbeitet. Da er eigentlich sagt, die große Mutter ist dieses, es ist genug Geld da und er grenzt sie ab von Knappheit und Gier. Nun weiß ich, dass du nicht wirklich drei Porsches wolltest. Dir würden vermutlich zwei genügen. Zweieinhalb. Aber ja, zweieinhalb. Aber was bedeutet dann das Gegenteil? Also ist dann sozusagen die Lösung des Glaubenssatzes, ich habe mehr als genug? Du meinst jetzt speziell bei meinem Glaubenssatz? Allgemein, allgemein. Also ich denke auch an diesen berühmten Satz von Mahatma Gandhi, der meinte, die Erde bietet genügend für jedermanns Bedürfnis, aber nicht Genau. genügend für jedermanns Gier. Also irgendwo ist ja dann die Abgrenzung zur Gier. Ja, aber das ist auch letztendlich nichts anderes als eine Bewertung. Also allein das Wort Gier ist für mich eine Bewertung, weil was heißt eigentlich Gier? Es ist einschränkend, wenn ich mich damit beschäftige und es ist halt auch Mangel, weil Gier schließt ja schon wieder ein, es ist nicht genug für alle da, weil wenn Leute gierig sind, dann reicht es ja für die anderen nicht. Wenn ich in Fülle denke, für mich und für alle anderen, und deswegen wieder dieses Bring's in Umlauf. Und was wirklich durchgehend vorhanden ist, spende 10% deines Einkommens. Und wenn Menschen viel Geld verdienen und 10% ihres Einkommens spenden, dann geht da schon mal einiges zurück. Und dann, es kommt auch noch eine Säule an Ebene 5, das Wofür und auch Verantwortung und Sinn darin zu erkennen. Das heißt, reich werden ist ein Weiterreichen. Das ist meine fünfte Affirmation, dass ich auch die Verpflichtung habe, also dass ich auch Verantwortung trage, wenn ich über viel Geld verfüge, dieses Geld auch wieder bereitzustellen. Sei das in wohltätige Projekte, sei das Menschen darin unterstützen, selbst zu Geld zu kommen. Also da ist für mich schon auch nochmal ein moralischer Aspekt dabei, dass es, und ich glaube, da ist die Abgrenzung auch zu Gier. Also wenn ich Gier für mich richtig interpretiere oder so wie ich es für mich interpretiere, das wäre dieses, ich häufe es an und ich behalte alles für mich. Das ist damit aber nicht gemeint, sondern gemeint ist, ich empfange und ich lebe in Freude und ich gebe aber auch wieder ganz viel zurück an die Gesellschaft, also in Form von bestimmten Leistungen, aber ich lasse auch dieses Geld wieder fließen und ich mache halt auch meine Spenden. Ich Und bleibe mal ein 10% bisschen. sind echt viel. Also ich versuche das seit ein paar Jahren wirklich zu machen, weil ich das auch von meiner energetischen Lehrerin damals schon gelernt habe. 10% sind viel. Und trotzdem habe ich die Erfahrung gemacht, je mehr ich spende, desto mehr kommt auch wieder rein. Also das Geld kommt wirklich auf einem anderen Weg wieder zurück. Ich finde, dass du da ein sehr spannendes, sehr, ich will nicht sagen heikel, aber ein großes Thema ansprichst. Bei den Reichen, die geben, bei den Reichen, die spenden. Ich denke jetzt an sowas wie die Bill Gates Stiftung, Bill und Melinda Gates Stiftung. Die geben ja wirklich, ich glaube, Gates und Buffett und wie die alle heißen, die geben jetzt zum Teil 90%. Aber du kennst auch die Diskussionen, wofür geben die das, wie viel Einfluss kaufen die sich davon, die bestimmen auf die Teile der Welt möglicherweise ohne demokratische Kontrolle, wobei abgesehen davon, ob demokratische Kontrolle so viel wert ist. Aber es ist ja gerade ab gewissen Summen, ist ja auch wieder Wohltätigkeit durchaus auch ein starker Einflussfaktor. Ich meine, Ja, auch du musst absolut. dir ja überlegen, wenn du 10% spendest, wohin spendest du sie? Das ist ja auch wieder eine Art Absolut. von Einflussnahme. Absolut. Und trotzdem glaube ich, also für mich ist halt auch so, der Hauptglaubenssatz ist wirklich, das Universum ist ein guter Ort. Ja. Und wenn jetzt
sagen wir mal Bill Gates, und er macht vielleicht mit seinem Geld irgendwie Dinge, die für das Wohlbefinden der Welt nicht besonders gut sind, dann ist es auch nochmal eine karmische Geschichte, die damit dranhängt. Dann hat er sich halt in der Inkarnation dafür entschieden und wird vielleicht in den folgenden dafür gerade stehen müssen. Also klar, es heißt, ich sage ja auch nicht, dass jeder Mensch, der viel Geld hat, das genau so macht, wie es richtig wäre. Also im Gegenteil, ich glaube, es gibt sehr viele Reiche in der Welt, die sich eben genau daran nicht halten. Also wenn wir nur mal vielleicht nach Afrika gucken, Leute, die irgendwie Privatarmeen haben, die unglaublich viel Besitz haben und andere Menschen sehr schlecht behandeln. Das heißt ja nicht automatisch, weil ich viel Geld habe, halte ich diese ganzen, ich nenne es jetzt mal Regeln ein. Aber das wäre eben die Art und Weise, wie wir auf eine Art zu Geld kommen und mit Geld umgehen können, so dass es wirklich allen zugute kommt. Wobei ich glaube, wir hatten ja schon mal darüber geredet. Ich bin ja der Meinung, dass gerade die meisten von diesen derzeitigen Superreichen wirklich auch sehr weit entwickelte Menschen sind, also auch in ihrer persönlichen Entwicklung. Ich glaube, dass du in unserer heutigen Zeit nur einfach durch einen schlechten Charakter und Gewalt nicht wirklich sehr reich wirst, sondern das sind schon, jetzt mal bezogen auf Spiral Dynamic, Menschen, wo ich sagen würde, dass die alle durchaus auf Gelb sind. Ja, das denke ich auch. Also größtenteils auf jeden Fall. Und ein paar Ausreißer gibt es immer. Und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass jede Zeit natürlich auch was Bestimmtes fordert, ne? Und sei es, dass die dann in Forschung investieren und das vielleicht im ersten Moment erstmal nicht so positiv aussieht, aber dann langfristig auch wieder zur Entwicklung einfach beiträgt. Und ich mag einfach den Gedanken, davon auszugehen, dass wir hier auf der Erde sind, um zu lernen, jede einzelne Seele hier inkarniert, um zu lernen, und dass genau eben auch Menschen, die viel Geld haben und damit halt nichts Gutes tun, genau das Gleiche machen, aber dass per se das Universum als Ganzes ein guter Ort ist und dass da alles auch an den richtigen Ort fließt und dass es im Gesamt dann auch wieder ausgeglichen ist, weil halt jede Seele lernt. Es ist ja dann auch im Nachhinein oft wieder eine ganz andere Bewertung, wie du sagst, weil viel von dem, was in früheren Jahrhunderten von sehr reichen Leuten auf eine Art geschaffen wurde, die wir heute kritisch sehen, sind ja heute dann auch wieder große Kunstwerke. Das sind Sachen, wo man hingeht, die man sehen möchte, irgendwelche Schlösser oder sowas. Wenn du bei dem Schloss dir klar machst, wie und wodurch das entstanden ist, magst du es gar nicht sehen, aber es ist trotzdem höchste Kunst, die auf dir entstanden ist. Schon sehr ambivalentes Thema mit dem Umgang mit Reichtum. Aber ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, lass uns zu deinem Punkt 3 übergehen. Ja, genau. Das ist Vertrauen und Empfangen. Und die Affirmation ist, ich bin reich, Geld kommt zu mir. Und da ist die eigene Akzeptanz erstmal die Grundlage des Empfangens. Also auch so das Vertraue dir selbst, weil die Energie brauchst du, um zu empfangen, weil das gibt die Stabilität. Da sind wir auch wieder auf der 5. Ich vertraue mir. Ich vertraue mir, dass ich gut bin. Ich vertraue mir, dass ich es verdient habe. Ich vertraue mir, dass ich das überhaupt kann. Weil damit wird eben die Energie des Empfangens angestoßen. Und damit wird auch wieder letztendlich das ins Quantenfeld gegeben, dass es sich als Geld materialisieren darf. Und was hier auch ganz wichtig ist, und das war erstmal auch so ein Punkt, über den ich gestolpert bin bei Stuart Wild, verlang deinen Wert. Also wirklich auch im Sinn von Selbstwert, verlang das, was du wert bist. Und das haben wir ja ganz häufig, gerade auch in den Coaching-Bereichen. Wir haben uns da ja auch schon oft drüber ausgetauscht. Also was für ein Preis ist denn eigentlich angemessen für das, was ich da mache? Weil Coaching im Endeffekt, ich rede halt eine Stunde und es fällt mir leicht. Wie viel Geld darf man denn dafür verlangen? Ist es legitim, für so eine Stunde auch 800 Euro oder 2000 Euro zu verlangen oder 5000 Euro zu verlangen? Und da kommen wir ja auch gleich wieder in die Bewertung. Ja, nee, das kann ich nicht machen, das habe ich nicht verdient, dann nehme ich den anderen was weg. Und allein die Auseinandersetzung mit diesen Themen und mit diesen Überzeugungen, die da hochkommen, sind so interessant. Also einfach mitzukriegen, wo beschränke ich mich denn eigentlich selbst? Und da bietet Stuart Wild auch eine wunderschöne Übung in seinem Buch an, dass er sagt, mach mal eine Woche nichts umsonst, sondern verlange für jede Leistung, die du bringst. Er sagt dann, wenn du jemanden zur Bushaltestelle fährst, dann verlangst du $20. Ne? Und da hat sich in mir alles gesträubt. Also, aber eben mitzukriegen, was passiert denn da eigentlich auch auf emotionaler Ebene? Es ist so interessant, also wo wir uns selbst so viele Beschränkungen auferlegt haben,
Also da geht es wirklich um Vertrauen, um Empfangen und wie das zusammenhängt. Also wenn ich mir vertraue, dann mache ich mich bereit für diese Energie des Empfangens. Du weißt ja, du coachst ja auch Coaches oder angehende Coaches. Genau. Wenn du das Thema schon aufmachst, muss ich auch einsteigen, weil Preisgestaltung in dieser Szene ist natürlich ein Riesenthema. Ja. Also ich erlebe das auch, das ist eine wirklich von den schwierigsten Stellen, wenn man irgendwann auf den Markt geht, was soll ich verlangen? Weil im Grunde jeder Preis ist falsch. Wenn man zu wenig nimmt, fühlt man sich vielleicht selbst ganz wohl, aber dann fragt man sich, wie sehen mich meine Kunden? Nimmt man zu viel, fühlt man sich auf eine andere Weise wieder unwohl? Welche Tipps gibst du an jungen Coaches? Wie finden die ihre ersten Preise? Also was ich festgestellt habe, was sehr gut funktioniert, ist, wenn man mal einen Bodenanker auslegt oder Bodenanker auslegt mit verschiedenen Preisen und sich einfach mal draufstellt. Ja. Also die Übung mache ich immer im Mentorship und da haben wir häufig dann, dass die Leute sagen, der Preis, den ich erst gedacht hatte, der hat sich so schlecht angefühlt. Ich habe jetzt mal den höheren genommen oder auch andersrum. Mhm. Der Preis, den ich erst gedacht hatte, also wenn jemand sehr hochpreisig einsteigen will, dass die merken, es fühlt sich unsicher an auf 2000 Euro. Es fühlt sich besser an auf 500 oder 1000 Euro, je nachdem, worum es halt geht. Manchmal geht es ja so auch um gesamte Programme und nicht nur um einstündige Coachings. Also da wirklich auch mitzukriegen. Und das ist auch einer der wichtigen Punkte. Womit fühle ich mich wohl? Also wo bin ich denn noch in meiner Komfortzone? Und da würde ich wirklich gern das Wort authentisch nehmen, weil wenn ich ganz authentisch meine Preise vertreten kann, dann ist es auch nicht so ein, ich sage dem jetzt mal 500 Euro, hoffentlich nimmt der das an. Nee, dann sage ich halt, mein Preis, der ist halt 150 Euro oder 250 Euro und damit bin ich total fein. Und dann kann der das annehmen oder nicht, aber ich strahle gar nicht erst diese Unsicherheit aus, weil damit geht der andere ja in Resonanz und ist dann auch unsicher. Also da sich wirklich bewusst zu sein, was fühlt sich für mich richtig an und dem auch nachzugeben. Also wirklich dann nicht den Kopf wieder entscheiden zu lassen, sondern wirklich mal dieses Gefühl zu testen und dann eben über eine bestimmte Zeit mal den Preis überzeugt zu fordern und mal gucken, was passiert. Also es ist ja ohnehin viel auch ein Ausprobieren, gerade am Anfang, wenn man anfängt als Coach zu arbeiten. Was hältst du davon, verschiedene Preise zu nehmen von verschiedenen Leuten? Ja, bin ich großer Fan davon. Also ich arbeite da teilweise auch mit Leuten, die gerade noch in der Arbeitslosigkeit sind. Und ich finde das total okay, dass ich sage, die Leute, die jetzt gerade Geld verdienen, die bezahlen halt ein bisschen mehr und die weniger verdienen, die bezahlen halt ein bisschen weniger. Also finde ich total legitim. Auch wenn man natürlich sagen könnte, ja gut, es kann ja sein, die haben irgendwie ein volles Konto und haben Vermögen und die anderen arbeiten zwar. Ja, also ich bin da immer auch bereit, mit den Leuten zu reden. Also ich habe es noch nie erlebt, dass jemand jetzt ein Coaching oder ein Programm bei mir nicht machen konnte, weil er gerade das Geld nicht hat. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Man kann das ja mit einem Kredit machen, auf Raten abbezahlen oder ähnliches. Also da gibt es ja alle möglichen Ideen dazu. Ich habe das zum ersten Mal mit Staunen gemerkt, als ich noch Kirchenmusiker war und Konzerte gegeben habe. Da habe ich irgendwann herausgefunden, dass wenn ich diese Konzerte auf Spendenbasis mache, ich mehr Geld verdiene, als ich durchsetzen könnte als Eintrittspreis. Ja. Weil den Spendentopf durch die Anwesenden geteilt war ein Betrag, den ich nicht genommen hätte sonst. Ja. Aber natürlich kam dann auch mein Gedanke, ja, da sitzen jetzt drei kostenlos drin, weil einer mehr gibt. Aber unter dem hat es sich gelohnt. Für alle, wirklich für alle. Weil die einen haben halt aus Freude mehr gegeben. Ja. Andere waren drin, was sie sich nicht hätten leisten können. Und ich hatte hinterher mehr, als ich eigentlich sonst verlangt hätte. Ja, ja. Ja, das Konzept kenne ich auch. Also ich kenne es aus der energetischen Arbeit, dass viele Menschen da auf Spendenbasis arbeiten und auch sagen, also sie verdienen da teilweise, da gibt halt jemand locker mal 100 Euro, wo sie maximal 30, 40 Euro verlangt hätten für irgendwie so ein paar Minuten. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne, ergebnisorientiert zu arbeiten, dass man halt sagt, okay, je nachdem, wie gut du halt am Ziel angekommen bist, kostet es halt dann. Also kriege ich halt 10% von dem, was du jetzt in den nächsten 3 Monaten verdienst oder so. Also so kann man das ja auch machen. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, sich damit wohlzufühlen. Also meine Empfehlung ist da wirklich zu testen, womit kann ich rausgehen, so dass ich mich wohl damit fühle. Ich habe es auch mal andersrum erlebt. Das war mein erster Kontakt als Kunde, so einen Preis zahlen zu müssen. Das heißt, ich habe da bei einer energetischen Massagelehrerin mal meine erste Stunde genommen und dann über die Person, die kam aus Russland und dann über die Person, die sie in Deutschland vertreten hat, einen Termin ausgemacht. Und dann war die Frage, was kostet das? Ja, du gibst, was du möchtest.
Und dann habe ich gemerkt, das hat mich völlig verwirrt. Also ich habe keinerlei Maßstab. Und am Ende war es dann so, dass ich einfach gefragt habe, was geben denn die anderen so? Und dann kam als Antwort, naja, die meisten geben so, glaube ich, 100 € war das oder was in. Und dann war das in meiner Welt aber ein Preis. Das heißt, ich habe dann einfach auch die 100 €. Aber ich habe gemerkt, diese Verwirrung, die es in mir erstmal gab, jetzt muss ich den Preis festlegen für Ja, dieses das kenne Ganze. ich Und das, auch. ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Es gab hier im Prenzlauer Berg mal ein Restaurant, was so gearbeitet hat. Also du bekamst Ah, okay. Essen und solltest dann hinterher selbst entscheiden, was es dir wert war. Das kenne ich nicht, aber ich kenne Yoga-Studio, die das so machen. Das fand ich auch interessant, weil ich hatte damals mit dem Gründer auch mal gesprochen und der meinte halt auch, ja, es gibt halt manchmal Leute, die haben einfach nicht das Geld und er möchte, dass die trotzdem Yoga machen können. Und andere haben einfach total viel Geld und die geben halt auch mal 20 oder 30 €, wenn es ihnen gut gefallen hat und dann ist es halt auch wieder abgedeckt. Also dieses Spendenkonzept ist schon auch Ja, wirklich was mir halt interessant. damals auffiel, ist, das ist, als Kunde bringt einen das in sehr intensive Prozesse. Ja. Weil man sich als Kunde halt sonst wenig Gedanken machen muss über die Frage, was ist es mir eigentlich wert? Genau. Und jeder kennt aber, glaube ich, auch dieses Gefühl von, oh, da habe ich jetzt eigentlich zu viel bezahlt. Oder auch dieses Gefühl von, oh, das war jetzt aber ein Schnäppchen. Und beides, finde ich, ist gleichermaßen komisch, weil es ist kein energetischer Ausgleich für die Leistung, ne? Also entweder habe ich halt zu viel bezahlt für die Energie, die ich bekommen habe, oder ich habe zu wenig bezahlt für die Energie, die ich bekommen habe. Also auf jeden Fall bringe ich mich energetisch in ein Ungleichgewicht und die andere Person gleich mit. Also da passt halt an irgendeiner Stelle was nicht. Und deswegen ist das Konzept an sich total gut zu sagen, was ist es dir denn wert? Und wenn ich jetzt halt als Anbietende das mache, klar, muss ich halt auf die Zeit gucken. Verdiene ich damit mehr oder verdiene ich weniger? Ich glaube, die Leute verdienen tendenziell echt mehr. Jetzt bringt es mich zum Stutzen, weil ich kenne ja auch sehr viel von dieser spirituell-esoterisch-energetischen Literatur. Und in vielen taucht da auch der Gedanke auf, den ich immer sehr schön fand, dass du als Anbieter immer ein bisschen mehr gibst, als deine Kunden erwarten. Sodass die eigentlich das Gefühl haben, dafür hätte ich sogar mehr bezahlt. Also dass irgendwo noch ein bisschen so ein Geschenk mit drin ist. Oh, ich sehe dir an, also die Leute, die den Podcast hören, sehen dir es nicht an. Dein Gesicht sagt gerade, ja, so ein Quatsch. Ich bin großer Fan von Ausgleich. Ich glaube, die Grundhaltung ist schon richtig. Also ich bin, glaube ich, auch jemand, der eher mehr gibt als weniger. Also die Haltung an sich finde ich gut und auch schön, wenn sie aus mir herauskommt. Also wenn sie wirklich aus einer Freude herauskommt, aus diesem, ich tue es für mich, ich mache das, weil es mir Freude macht, den anderen Leuten was zu geben. Aber da ist genauso auch dieser Knackpunkt wieder. Und mein Gesicht kam jetzt gerade aus einem Interview, das ich gesehen hatte mit Roman Christian Hafner, der das auch nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht hat, warum sehr viele spirituelle Anbieter einfach auch kein Geld verdienen oder zu wenig Geld verdienen. Weil dieses, ich mache es für die anderen, ich mache es nur für die anderen, ich gebe doch so viel der Welt. Also allein, wenn ich drüber spreche, merke ich förmlich, wie meine Energie rausfließt. Und da gibt es aber sehr unterschiedliche Haltungen dazu. Also ich kenne auch Leute, die sagen, ich mache das alles für die anderen. Und das bringt mich eben in diese Schwingung, dass ich dann letztendlich doch wieder zu Geld komme. Ich glaube, unterm Strich ist wirklich das Wichtigste, dass ich erstmal bei mir bin, dass es sich erstmal für mich gut und richtig anfühlt und dass ich aus der Freude raus, dann darf ich auch vielleicht ein bisschen mehr geben, aber eben nicht mit dem Hintergedanken von, dann bekomme ich auch wieder mehr, sondern wirklich aus meiner eigenen Freude heraus. Ich glaube, dann fließt es auch wieder zurück. Ich bin mir durchaus bewusst, dass zu diesem Thema sehr viele unterschiedliche Haltungen gibt. Und es hat mich auch ziemlich verwirrt. Und irgendwann bin ich da aber für mich einfach durchgegangen und habe für mich einfach zusammengeklaubt, was für mich Sinn ergibt. Und daraus sind eben diese 5 Säulen auch Ich würde entstanden. auch definitiv sagen, wenn ich von jemandem Geld lernen würde, dann von einem Handlungstypen. Ja, wahrscheinlich. Und Wobei ich glaube, es gibt auch Beziehungstypen, die sehr viel Geld haben, weil sie natürlich in dem chaotischen Beziehungsbereich sehr gut sich auskennen und ich glaube auch manche wirklich dieses Empfangen gut drauf zum haben. Thema mehr geben als verlangt, kann ich noch eine schreckliche Anekdote aus meinem Leben beisteuern, wo ich gemerkt habe, wie das schief gehen kann. Ich war mal Veranstalter, eigentlich nur im Sinne von, dass ich den Raum gegeben habe, die Jablonskistraße, für ein Seminar. Und ich lege normalerweise Wert darauf, dass Zeiten ungefähr eingehalten werden. Und das Seminar war ausgeschrieben bis Sonntag 17 Uhr. Und dann war 17 Uhr und es gab noch Fragen. Und der Referent hat weitergemacht.
Letztendlich hat er weitergemacht bis 21 Uhr. Ich saß da drin, ich war fix und fertig, ich wollte nach Hause. Es war toll, aber ich wollte nach Hause, ich war fix und fertig, ich hatte 17 Uhr eingeplant. Ich fand es schrecklich, ich konnte nicht gehen, weil ich war halt der mit dem Schlüssel. Aber das Schockierende war, dass hinterher praktisch alle Teilnehmer meinten, wie toll das war, dass er so viel mehr gegeben hat, als sie bezahlt hätten. Und ich dachte mir so in meinem Herzen, also mir wäre ein pünktlicher Feierabend fast lieber gewesen. Und da fand ich so interessant, diese Wahrnehmung, der Tenor war, der hat so viel mehr gegeben, als wir bezahlt hatten. Ich wäre froh gewesen, er hätte das gegeben, was ich bezahlt hatte. Also für mich fühlt sich's erstmal eigenartig an, dieses viel mehr gegeben, als ich bezahlt habe. Also für mich hört sich so ein, der hat so viel gegeben, hört sich total schön an, aber mehr als ich bezahlt habe, das ist ja schon wieder dieses, ich habe weniger bezahlt, als der gegeben hat. Und das macht für mich schon wieder ein Ungleichgewicht. Ich habe halt am Anfang meiner energetischen Ausbildung gelernt, wirklich den Energieausgleich einzufordern, darauf zu achten, weil wir uns selbst sonst einfach wirklich in einen schlechten Zustand bringen, rein energetisch. Deswegen ist mir dieser Ausgleich sehr wichtig. Dann lass uns mal gucken, dass wir wenn wir eine Stunde einhalten wollen, Ja, ungefähr das 15 schaffen wir. Das Minuten schaffen für wir. zwei Punkte. Ja, ungefähr so ging es mir nämlich beim Vortrag auch. Am Anfang hatte ich voll viel Zeit und dann war total wenig Und Zeit. wir müssen ja, das hast du ja am Anfang auch gesagt, wir müssen ja im Grunde jetzt noch den Teil mit den logischen Ebenen ein bisschen einbauen, Ja. wenn du nicht schafftest im Wir haben Vortrag. es zwischendurch ja schon so ein bisschen gemacht auch. Punkt 4. Fokus, Intention und Handlung. Da habe ich das mit der Handlung noch in meinem Vortrag dazu gepackt. Das ist jetzt hier auf dem Handout nicht dabei, aber ich spreche es nochmal mit an. Erstmal eigener guter Zustand. Bring dich in eine gute Energie, bring dich in eine richtige Schwingung, in die Energie, die dich empfangen lässt. Also wirklich in eine positive Grundhaltung, in eine vertrauensvolle Grundhaltung und geh daraus in die Bewegung. Ganz wichtiger Punkt. Und das wird häufig außer Acht gelassen, deswegen funktioniert es häufig auch nicht. Weil manche Menschen denken, ich habe doch meine Bestellung jetzt abgeschickt, ja, ich beziehe mich jetzt auf Bestellungen beim Universum und jetzt warte ich einfach, dass es eintritt. Ich setze mich mal so lange aufs Sofa. Ja, da passiert natürlich nichts, sondern es geht darum, aus dieser Energie heraus, aus dem, was mir Freude macht, auch etwas zu tun, an die richtigen Orte zu gehen, mich mit Menschen zu treffen, überhaupt dem Universum die Möglichkeit zu geben, dass es mir auch diese Möglichkeiten bieten kann. Und eben nicht auf dem Sofa zu versauern und sich dann zu wundern, warum der Traummann oder das große Vermögen jetzt halt nicht an der Tür klingelt. Und deswegen habe ich das mit der Handlung hier nochmal mit reingebracht. Und die Intention ist wirklich diese Wahl. Also es ist nicht, ich wünsche mir das, sondern ich wähle es. Und da ist ja auch wieder im Hintergrund die Idee, dass es ein Quantenfeld gibt, dass es eine Matrix gibt, wo alle Möglichkeiten gespeichert sind und dass ich es mir letztendlich selbst auswählen kann. Also so wirklich als Creator, als Erschaffender für mein eigenes Leben. Also dass ich mir meine Realität selbst schaffe, indem ich mir eben das auswähle, was ich möchte und zwar wirklich wähle. Also ich setze die Intention. Ich setze die Intention, dass ich das bekomme, dass ich dieses Ziel erreiche, dass ich diesen Job bekomme, dass ich dieses Vermögen aufbaue. Und da habe ich eben gelernt, und das ist hier auch meine Affirmation von Joe Dispenza, den ich sehr schätze. Where I place my attention, I place my energy. Das ist ja auch eine Grundhaltung, die wir auch im NLP, kann es schon gar nicht mehr aussprechen, verwenden. Also ich setze meinen Fokus und lasse da die Energie hinfließen, worauf ich mich konzentriere, worauf ich mich fokussiere. Da geht halt die Energie auch hin. Und das kann halt das Negative sein und das kann das Positive sein. Und hier ist es eben dieser Fokus auf das, wo ich hin will, das, was passieren soll, das, was eintreten soll. Und du formulierst es Englisch, weil es ein Anker für dich ist, für Joe Genau, Dispenza. also für mich ist es wirklich ein Anker. Also er formuliert es sogar nochmal anders. Ich habe es dann ein bisschen umformuliert, weil ich wollte es nicht eins zu eins übernehmen. Where you place your attention, you place your energy. Und ich habe es dann einfach, weil es ja Affirmationen sind, die die Leute auch sprechen können, sollen, habe ich es jetzt in der Ich-Form nochmal formuliert. Aber man kann es auch in Deutsch formulieren. Das spielt keine Rolle, jeder so, wie es sich richtig anfühlt. Und auch so diese Sache von,
Lass nicht die Vergangenheit deine Vorstellung beeinflussen, sondern wirklich sei im Jetzt, setze den Fokus auf das Jetzt. Und da sind wir auch wieder im Überflussbewusstsein Dankbarkeit. Das, was jetzt vorhanden ist, schätze das und zieh dir dafür das aus dem Quantenfeld. Und nicht, es hat ja in der Vergangenheit schon nicht funktioniert. Jetzt muss ich es anders machen als in der Vergangenheit, sondern lass die Vergangenheit wirklich Vergangenheit sein und mach dein Ding. Und da auch so dieses Widerspruch. Sprich dem Status quo, also lass dich nicht verunsichern von Leuten, die dir deine Träume kleinreden wollen. Es gibt so viele Beispiele dafür, ne? Also Menschen, die wirklich, Wayne Dyer zum Beispiel, Tony Robbins, die irgendwie mit ganz wenig angefangen haben. Wenn man Walt Disney sich anguckt, der auch aus ganz kleinen Verhältnissen kam und ein riesen Imperium aufgebaut hat, die haben sich einfach nicht reinreden lassen. Und es ist so oft so, dass Leute irgendwie dann sagen, ja, aber das ist schon ein bisschen groß gedacht, wie willst du das machen? Ja, also dass wir uns da wirklich, dass wir das machen, wo uns das Herz danach ist, dass wir kreativ bleiben, dass wir frei bleiben, weil nur so können wir ja auch Möglichkeiten sehen, die andere nicht sehen. Mhm. Und hier aber trotzdem, hier kommt der Specht dann eben noch ins Ziel. Es sei ein Specht, auch das habe ich von Stuart Wilde und ich mag einfach diese Idee von, ich glaube, er ist auch Handlungstyp, also du machst einfach immer weiter und lässt dich nicht sofort entmutigen, wenn es halt nicht funktioniert, sondern du bleibst einfach beharrlich dran und du modifizierst und du baust das Ganze um, aber du bleibst halt dran, du machst weiter und gibst nicht auf. Und ja, du richtest dich am Ziel aus und fokussierst dich darauf. Also auch hier so den Willen einzusetzen, die Kraft des Geistes, aber auch die Kraft der Handlung einzusetzen. Mhm. Aber mit diesem Hintergrund, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also auch das Vertrauen zu haben, das, was ich tue aus meiner Freude heraus, in dem Vertrauen in mich und ins Universum, ist das Richtige dafür. Und ich glaube, das ist der größte Schritt, weil häufig ist ja dann wieder dieser Zweifel, mache ich es jetzt richtig? Ist es das jetzt? Ja, also sich da wirklich frei zu machen und sich auch frei zu bewegen und der Freude nachzugehen. Ich werde dich zu den Sachen gleich noch was fragen, aber ich glaube, ja. Wir machen die 5 Punkte. Du möchtest erst die 5. haben, das habe ich mir schon gedacht. Genau, die 5. ist Verantwortung und Sinn. Und da geht es natürlich um das Wofür. Also was ist eigentlich mein Ziel hinter dem Ziel? Wofür will ich eigentlich dieses Geld? Und manchmal habe ich Leute, ne, die irgendwie, ich hatte jetzt neulich eine Frau, die gerade hochschwanger ist mit dem 3. Kind und sich selbstständig machen will. Und als wir über das Wofür gesprochen haben, hat sich dann rausgestellt, sie will ein Haus für ihre Kinder und für ihren Mann. Und deswegen war jetzt die einzige Idee, die sie hatte, sie macht sich selbstständig, weil mit einem Teilzeitjob wird sie niemals ein Haus bekommen. Aber sich klar zu machen, okay, eigentlich will ich ein Haus. Ich will nicht unbedingt selbstständig sein, sondern ich will eigentlich ein Haus. Ja, dann arbeite ich halt an dem Haus. Weil es gibt ja oft wirklich auch so Möglichkeiten, an Häuser zu kommen, über Erbpacht, über Schenkungen, über Erbe oder so ähnliche Dinge. Ne? Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten, anders an ein Haus zu kommen, als sich jetzt mit 3 Kindern hochschwanger noch eine Selbstständigkeit überzuhelfen. Genau, und da ist eben diese Affirmation, reich werden ist ein Weiterreichen, ich mache die Welt zu einem besseren Ort. Und ich glaube, da ist wirklich diese Vision und auch diese Mission auf Ebene 7 nochmal ausschlaggebend, also dass wir uns nochmal bewusst werden, wenn ich dieses Geld habe, wie trage ich zum großen Ganzen bei? Also das ist nicht dieses, ich häufe es halt an, ich behalte es für mich, ich baue mir eine schicke Villa und stelle mir 3 dicke Autos vor die Tür, sondern dass auch nochmal klar ist, wie bringe ich dieses Geld in Fluss und wie diene ich damit? Also ganz häufig ja auch in spirituellen Praktiken geht es ja genau um dieses Dienen. Also wie diene ich der Welt durch mein Sein und in dem Fall jetzt halt auch durch mein Geld? Und sich da auch hin zu entwickeln, also auch in diese Energie zu entwickeln, dass ich einer Persönlichkeit entspreche, die so viel Geld handeln kann. Weil sonst passiert genau das, was vielen Leuten passiert, die Geld gewinnen. Die haben eben nicht diese Entwicklung gemacht, so viel Geld handeln zu können und verlieren es dann wieder. Und das geht halt relativ schnell. Ne? Also wenn ich nicht auf meine Füße blicke im Sinne von, ich bin ganz geerdet, ich bin mir ganz klar, was ich leisten kann, wo meine Komfortzone liegt und bin nicht kopflos mit meinem Geld, sondern mir ist ganz bewusst, was ich damit
Gutes tun kann. Und mir ist auch bewusst, was mit dem Geld passiert, wenn ich das eben nicht tue, wenn ich kein Wofür habe und wenn ich eben nicht die Verantwortung dafür trage. Dann ist das Geld genauso schnell wieder weg, weil dann geht diese Sicherheit wieder verloren und das Geld fließt halt wieder weg. Es fließt dann einfach irgendwo hin, wo es sicherer ist. Und dann ist dieses Geld auch wieder im Umlauf. Ja. Du machst jetzt diese Arbeit schon, glaube ich, seit ein paar Jahren, auch mit vielen Gruppen, ne? Ja, mittlerweile schon. Also richtig intensiv erst so seit 1,5 Jahren. Ich habe aber in der Arbeit festgestellt, dass ich die Grundlage dafür schon seit vielen Jahren gelegt habe. Also auch die Arbeit so im Hintergrund, also die ganze energetische Arbeit. Aber ich habe es jetzt halt nochmal speziell wirklich auf Geld umgemünzt. Und das ergibt für mich so viel Sinn. Also es passt für mich jetzt wirklich alles auch richtig gut zusammen. Und sage ich jetzt was Falsches, wenn ich sage, dass diese Arbeit von dir sich eigentlich größtenteils an Frauen richtet? Das ist doch dein Coachinnen-Mentorship-Programm. Interessanterweise, also so, ich sage jetzt mal so, die großen Mentoren, mit denen ich arbeite, sind alles Männer. Und da habe ich auch nicht den Eindruck, dass die sich wirklich an Frauen richten. Aber jetzt momentan, gebe ich dir recht, habe ich auch das Gefühl, dass es sehr viele weibliche Coaches und Trainerinnen auf dem Markt gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also das geht ja alles so in dieses dein fünfstelliges Business, wie du Online-Business aufbaust mit ganz wenig Aufwand und geht für mich teilweise in eine falsche Richtung, weil es da wirklich genau um diesen materiellen Aspekt geht und in erster Linie ums Anhäufen geht und nicht um diese spirituelle Haltung, wirklich auch was zurückzugeben. Nicht alle, aber ich gucke mir auch viel Werbung an, die ich so über die ganzen Social-Media-Kanäle bekomme. Und häufig ist es letztendlich nichts anderes als ein Schneeballsystem. Und da finde ich es dann schon wieder schwierig. Also wer sich da auf dem Markt umguckt, bitte guckt genau hin, was ihr da für Mentoren, Mentorinnen dann an der Hand habt und was da die Werte im Hintergrund sind und ob die wirklich zu euren Werten passen. Ich habe häufig Leute auch im Coaching oder auch im Mentorship, die fünfstellige Beträge und wirklich auch teilweise sehr hohe fünfstellige Beträge investiert haben in genau solche Programme und hinterher super enttäuscht waren. Also da ist schon gut, wenn man nochmal prüft, ist das wirklich die richtige Mentorin für mich oder der richtige Mentor. Was ich jetzt meinte, ist, dass zu dir können Frauen und Männer kommen, ne? Ach so, ins Coach-Mentorship, da habe ich jetzt im Herbst eine Runde, da nehme ich auch Männer auf, aber das Coach-Mentorship ist tatsächlich an sich für Frauen konzipiert. Mhm. Ja, genau, das hat sich so rauskristallisiert über die Jahre, dass wir da einfach eine andere Energie haben. Und ich wollte es jetzt trotzdem auch mal anbieten. Und wir schauen jetzt mal, wie die Runde läuft. Und vielleicht biete ich auch weiterhin eine Runde im Jahr für Männer an. Also es gibt ja mindestens 3 Runden pro Jahr, in Zukunft vielleicht sogar auch 4. Arbeit nicht zu viel. Dann passt das auch. Ja, du weißt ja, ich arbeite dann weniger. Ich mache dann andere Dinge weniger. Es macht mir so großen Spaß. Es ist wirklich meine Herzensaufgabe. Wir wollten uns noch den logischen Ebenen zuwenden. Warte mal, für die Leute, die das Ganze als Podcast jetzt hören, ist es, glaube ich, ein netter Service, noch einmal das Blatt jetzt komplett so zu lesen, dass man es innerlich sich vorstellen kann. Genau. Vielleicht können wir das ja auch irgendwie verlinken oder so. Also, der Punkt 1 ist die Säule 1, ist Überfluss, Bewusstsein und Dankbarkeit. Mit der Affirmation, ich bin immer zur rechten Zeit am rechten Ort. Fülle ist für mich einfach und natürlich, es ist für mich gesorgt. Die Säule 2 ist Stabilität und Freude. Und die Affirmation dazu ist, ich entscheide mich für das, was ich gerne mache und mache es für mich zu meiner eigenen Freude. Die Säule 3 ist Vertrauen und Empfangen. Und die Affirmation ist, ich bin reich, Geld kommt aus mir. Und die 4. Säule ist Fokus und Intention und in Klammern Handlung. Und da ist die Affirmation dazu, where I place my attention, I place my energy. Und die 5. Säule ist Verantwortung und Sinn. Da ist das Schlagwort auch wofür. Und die Affirmation ist, reich werden ist ein Weiterreichen. Ich mache die Welt zu einem besseren Ort. Und auf meinem Handout steht unten noch für diejenigen, die es nur hören, mache Geld aus deiner eigenen Energie. Und dann steht drunter, alles Liebe, Dagmar. Alles Liebe, Dagmar, genau. Was auch wichtig ist. Jetzt wolltest du ja von dir aus noch auf den NLP-Teil kommen, was ich gut finde.
Ich glaube, das Bild kannst du auch wieder wegmachen, dass man Ja, mich immer so genau, immer das schön stoppe groß ich mal. sieht. Ja, dann sieht man Und uns wieder besser. natürlich ist es das eine Stelle, wo ich als NLPler mit Herzblut eine Frage mich schon jetzt ganz lange in unserem Gespräch umtreibt. Du sagst da so viele tolle Glaubenssätze. Und nun sind wir ja beide eigentlich die, die da immer gegen wettern, gegen diese sogenannte Tante-Erna-Intervention. Du musst das einfach glauben. Glaub doch einfach, dass du die Fülle bist. Also ich gehe mal einfach ganz dolle davon aus, dass in deiner Arbeit es damit nicht zu Ende ist, oder? Dass du den Leuten Nee. einfach nur sagst, was sie glauben sollen. Also ich starte ja im Herbst wirklich ein Money-Mind-Programm, wo ich über mehrere Wochen mit den Leuten auch arbeite, wo wir genau daran arbeiten, weil es ist schon klar, es ist natürlich nicht damit getan, dass ich mich jeden Abend vor den Spiegel stelle und die Affirmationen runterbete. Also Wie davon ändert man es wird's. denn dann? Bitte? Wie ändert man es denn Wie dann? ändert man es? Genau. Der wichtigste Punkt ist, dass ich mir meine Glaubenssätze bewusst mache und die auch mit bestimmten Methoden bearbeite. Es gibt ein Webinar von mir im Herbst, wo ich über Glaubenssatzarbeit im NLP mit The Work of Byron Katie und mit energetischen Methoden auch nochmal referiere. Und das ist letztendlich auch das, was häufig diesen Programmen fehlt. Also den Leuten wird irgendwie so ein Konzept an die Hand gegeben mit dem Versprechen, damit wirst du es erreichen. Und damit erreicht man es eben aus meiner Sicht nicht, sondern ich muss natürlich meine ganzen Anker auch auflösen, die ich in der Vergangenheit gesammelt habe und vielleicht sogar auch übertragen bekommen habe von der Ebene 6 über mehrere Generationen. Weil nur dann kann ich eben diese stabile Ebene 5 finden. Und da gehört ganz viel auch schon diese Vergangenheitsarbeit auch dazu, also biografische Arbeit auch dazu. Also wo wurden denn diese Glaubenssätze geprägt? Wo haben die sich denn in meinem Leben schon bewahrheitet? Also ich habe ja häufig auch Leute, die sagen, ja, ich war schon zweimal selbstständig, beides Mal musste ich das Geschäft dann aufgeben. Also dass wir diese Punkte natürlich uns auch noch mal genauer angucken, weil sonst kommen wir da nicht weiter. Also es ist nicht damit getan, jetzt einfach ein paar Affirmationen vor sich hin zu sagen. Nur die sind für mich eben so der Anker, wo es hingeht. Und wenn ich mit meiner Vergangenheit im Reinen bin und diese persönliche Entwicklung gemacht habe, und genau dafür bieten wir ja auch NLP-Ausbildungen an, sonst müssten wir das ja nicht machen, ne? Dann würde jeder ein paar Affirmationen sprechen und gut. Also ich bin schon großer Fan davon, wirklich erst die persönliche Arbeit zu machen, Persönlichkeitsentwicklung zu machen und darauf aufbauen. Also wenn einmal die Basis clean ist, sage ich jetzt mal, dann darauf aufzubauen, die neuen Glaubenssätze zu installieren und dieses Selbstbild, das sich aus der Arbeit an mir entwickelt, daraus dann Geld zu machen zum Beispiel oder eben auch andere Dinge zu manifestieren. Aber das funktioniert halt alles nicht, wenn meine Timeline in der Vergangenheit nur so strotzt vor Punkten, wo ich halt eigentlich nicht hingucken möchte. Da bist du ein bisschen bei Klaus Marwitz, ohne es zu wissen. Eine seiner, wie ich finde, schönsten NLP-Beschreibungen war, dass er meinte, er kam aus dem Businessbereich, dass er meinte, das Tolle am NLP ist, dass man viele großartige Konzepte, die gut klingen und nie funktioniert haben, mit NLP zum Funktionieren bringen kann. Ja, absolut. Also das war sein Schönstes am NLP. Da Ja. glaube ich, bist du sozusagen mit ihm auf einer Linie. Das würde ich auch sagen. Also ich glaube, es ist schon eine fundierte Arbeit, so wie ich es für mich mache und so wie ich es auch weitergebe. Also es ist nicht irgendwas Dahergesagtes, sondern ich glaube, wenn man auch bereit ist, die Arbeit zu machen, weil es ist natürlich auch Arbeit an mir. Aber dann kann ich halt und ja, dann kann ich die Art der Arbeit machen und ich kann ja auch ganz viele andere Bereiche damit bereinigen. Also wenn ich dann meine Ebene 5-mal stabil habe, wenn ich ein positives Selbstbild habe, wenn ich über Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstliebe verfüge, ja, dann wird ja mein Leben im Allgemeinen einfach besser. Das Und mit das der ist Arbeit ja. glaube ich dir. Ich erinnere mich noch sehr gut an unseren Podcast, den wir hatten über das Thema Auftrag, Thema und Anliegen, Ja. wo du meintest, dass es für dich als Handlungstyp eigentlich gerade richtig ist, wenn du einen Auftrag bekommst. Ja, Also, dass du dich genau. nicht vor Arbeit scheust, das brauchst du niemandem zu sagen. Genau. Genau, und Erzähl ich glaube, mal da was. kommen wir halt nicht drum rum. Also, ne, wenn wir wirklich es ernst meinen mit diesen Themen, dann ja, Persönlichkeitsentwicklung.
wirklich auch Teil dieser Weltgemeinschaft zu sein und meinen Beitrag zu leisten. Und wie kann ich meinen Beitrag leisten, wenn ich in einem guten Zustand bin, wenn ich weiß, wie ich ressourcevoll bin? Und ich bin ja größter Fan von Ressourcenarbeit. Das habe ich von dir vor vielen Jahren schon gelernt und gebe das ja auch weiter. Wirklich eigener guter Zustand. Das ist Punkt eins. Und dann können wir darauf aufbauen. Und das ist halt manchmal einfach auch über die Zeit ein bisschen was zu tun. Ja, das Leben hat ja seine Herausforderungen. Jetzt als vorletzten Punkt, gibt es jetzt noch irgendwelche Sachen, wo du das Gefühl hast, die würdest du gerne denen, die bei dir im Jagdsaal waren, noch nachtragen zum Thema logische Ebenen? Ich Was hatte mir das jetzt davor gedacht, zwischendurch schon, fehlt dir was? Ja. Ja, ich hatte es so ein bisschen schon angesprochen. Also ich habe halt festgestellt, dass ich ganz automatisch meine Arbeit immer schon einsortiere. Und wir sind ja am Anfang schon drauf zu sprechen gekommen, es findet hier viel auf oberen logischen Ebenen statt. Es findet natürlich viel mit der Ebene 7 statt, also dass wir die Ebene 7 als Ressource nehmen. Und für mich sind auch die ganzen Werte wie Dankbarkeit, Freude, sind für mich Ebene 7 Ressourcen. Das sind keine Ebene 4 Ressourcen. Und da wirklich auch sich in das Gefühl dazu zu bringen, also die Abbildung findet schon immer wieder statt, auch auf Ebene 3. Ich bin ja großer Submodalitäten-Fan. Und sich das auch bewusst zu machen, dass es nicht nur Begriffe sind, sondern dass die Arbeit letztendlich darin liegt, für mich diese Punkte wie Dankbarkeit, Freude, Vertrauen wirklich auch zu spüren. Also diese Momente, in denen ich das habe, die zu spüren und zu ankern und dann über die Anker das wirklich für mich permanent auch verfügbar zu machen. Und dann wird's über die Zeit stabil. Und dann komme ich über längere Zeit auch eben in diesen Zustand, dass es für mich abrufbar wird. Also, was die logischen Ebenen angeht, wir haben jetzt ja mehrfach schon die Ebene 5 angesprochen. Ganz wichtige Ebene, dass ich die wirklich sauber habe. Also, dass ich meine Arbeit gemacht habe, dass ich meine Vergangenheitsbewältigung gemacht habe, auch eben über die Prägung von der Zugehörigkeitsebene. Und da meine ich jetzt nicht nur speziell Glaubenssätze zum Thema Geld, sondern auch Glaubenssätze über mich, damit die 5 stabil ist. Dann das Nutzen der Ressourcen von Ebene 7 und aber die Abbildung eben in Ebene 3 und da eben mit Ankern auch zu arbeiten. Und Fokus im Sinne von, ich fokussiere mich eben auf das, was positiv ist. Für mich ist es auch Ebene 3. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Man könnte es auch als Metaprogramm. Genau, das sind nämlich immer so diese zwei Ebenen, ne? Also entweder als Metaprogramm auf Ebene 4 oder eben meine innerliche Abbildung, wo ich den Fokus hinlenke. Genau, da ist beides möglich. Und klar, Verantwortung und Sinn, da haben wir auch wieder Ebene 7. Also es findet schon viel auf Ebene 7 statt. Deswegen ist es ja auch energetisch-spirituelle Arbeit letztendlich, die wir hier machen. Und ja, weil ich halt Handlungstyp bin, ist natürlich auch immer so ein bisschen Tun noch mit drin. Das muss halt einfach sein. Also wir sind schon so ziemlich auf allen Ebenen auch unterwegs, wobei die 4 fast ein bisschen wenig vorhanden ist, weil es sind zwar Glaubenssätze, aber es sind halt Glaubenssätze von höheren logischen Ebenen. Genau. Schön. Dann können wir zum Ende nochmal auf den Kongress allgemein kommen. Ich habe mich sehr gefreut und ich glaube, du dich auch, wie viel wir angesprochen worden sind, gerade auf die Podcasts. Absolut, ja. Ich weiß von deinem Begleiter diesen herrlichen Satz, dass er meinte, er hatte das Gefühl, er wäre mit einem Popstar unterwegs. Ja. Ich hatte selber das Gefühl, ein Popstar zu sein. Es war so schön. Es war wirklich so schön. Also einfach so viel tolles Feedback zu kriegen. Also auch auf unseren Podcast vor allem, genau. Ja. Ich wollte sagen, mir hat es viel, viel, also die Dankbarkeit zurückzukriegen für die Podcasts und für die Webinare, ja, war für mich genau. Ganz ehrlich. Gibt es irgendwelche, weil ich will ja, ich weiß nicht, ob ich alle Referenten kriegen werde jetzt für diese Podcast- und Videoreihe, aber gibt es jetzt so ein, zwei Sachen von Kollegen, an die du besonders gerne denkst, wo du das Gefühl also hast? Also ich fand alles, was ich gesehen habe, wirklich spannend. Ja? Ich fand den Vortrag von Uwe Meyer sehr, sehr interessant. Da ging es ja um Verkaufen. Ja. Der ist mir in Erinnerung geblieben. Ich war natürlich in deinem Vortrag. Er hat mir geschrieben, wir werden auch einen Podcast machen. Ja, also, sehr schön. Ja, sein. Der ist ja. auch spannender Mensch. Ja. Genau, ich fand deinen Vortrag auch wahnsinnig toll. Er war so lebendig, eben dann auch mit dem Thomas.
Genau. Und ja, ich habe natürlich alle Leute, die ich kenne, ne, Caroline Forster habe ich mir angeguckt. Das war auch wahnsinnig schön. Also da hatten wir auch ganz schöne Gruppenarbeit zusammen. Ich war bei Carlos Salgado, was auch auf eine sehr spezielle Art spannend war, weil es systemisches Arbeiten war, das ich so in der Art noch nie gesehen hatte. Das war interessant, genau. Was hatte ich noch gesehen? Mike Lerz war ich noch. Das war auch schön. Da ging es um Hypnose und systemisches Arbeiten. Das hat mir auch sehr gut gefallen, genau. Bei Efi war ich, bei Efi Andersson Krug, genau. Da ging es auch um Manifestieren, Thema, das ich sehr gut kenne. Also ich fand jeden Vortrag, den ich gesehen habe, auf eine bestimmte Art wirklich interessant. Und ich fand es sehr, sehr schade, dass ich viele nicht sehen konnte. Also natürlich die ganzen energetischen Geschichten, ein paar kannte ich schon oder kenne ich schon aus den Webinaren auch. Genau, deswegen musste ich da halt auch immer so ein bisschen gucken, Es ist was. logisch, wenn vier Sachen parallel sind, heißt das, man Ja. versäumt automatisch drei Viertel. Und wenn man es dann sogar noch so macht, wie ich mir es zwei, dreimal erlaubt habe, dass man einfach komplett im Schlosshof sitzt und mit tollen Leuten tolle Gespräche führt, versäumt man Das ganz habe ich, viel. das hab ich dann wirklich nicht gemacht, weil Du es bist war ja zu handlungsdurchflusser spannend. Es brav. war zu spannend. Und es war mein erstes Mal, weil da hat mir ja Corona leider ein Schnippchen geschlagen. Ich wollte ja 2020 schon hin. Nee, also ich kann, also ich würde an deiner Stelle wirklich alle interviewen, die Lust drauf haben, weil ich glaube, da kriegen wir auch nochmal ganz viel tolle Infos. Und ich fände es ja schön, wenn die Vorträge alle aufgezeichnet werden und man könnte zu einem zusätzlichen Preis gerne diese Vorträge sich alle nochmal angucken. Das Wir fände können ich die sehr Idee ja schön. weitergeben. Ja, auf jeden Fall. Ich sage das mal noch dazu für die, die uns zuhören. Die komplette Serie mit allen Gesprächen, die ich führe, wird es vermutlich nur im Stück geben auf der World of NLP. Ich werde halt dann die reinen Podcasts auf meinem Podcast-Kanal wahrscheinlich alle veröffentlichen. Ich werde die Videos teilweise auf dem YouTube-Kanal veröffentlichen. Aber wer nach Vollständigkeit strebt, wird wahrscheinlich einfach auf die World of NLP gehen und dort das Ganze im Päckchen finden. Ja. Ich würde mal schnell noch meine E-Mail-Adresse sagen für diejenigen, die sich das Handout vielleicht zuschicken lassen möchten. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, das zu verlinken oder kriegen wir das hin. Das ist Sollte was. möglich sein, aber sag sie gerne trotzdem. Genau. Also wer das Handout haben möchte und es auf andere Weise nicht bekommt, darf mir gern schreiben. Das ist die Mail at dagmar-link mit 2G-coaching.de. Mail at dagmar-link-coaching.de. Ich glaube, wenn man dich einfach googelt, kommt man dir auch auf die Seite. Wahrscheinlich kommt man auf die Seite, genau. Ich bekomme im Herbst sowieso auch noch mal eine ganz neue Webseite. Dann ist es nur noch Dagmar Link. Also diejenigen, die es erst im Herbst anhören, vielleicht gibt es dann schon wieder eine neue E-Mail-Adresse. Ich würde Aber die jetzt mal bleibt einfach auf aus dem jeden Fall Bauch gültig. raus behaupten, dass es nicht so viele Dagmar-Links gibt, die coachen im Internet. Nein, es gibt noch eine Dagmar Link in Deutschland, die sich genauso schreibt wie ich. Das ist eine Rechtsanwältin aus Freiburg. Das sollte man notfalls auseinanderhalten können. Genau. Gut, zum Schluss, ich gehe mal davon aus, dass wenn sich's ergibt, bist du nächstes Jahr wieder dabei in Zeilitzheim. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt schon. Ich habe schon Zimmer gebucht, alles. Also, genau, Vortragsthema habe ich noch nicht, aber das kommt noch. Genau, Ist ja noch ein wunderbar. bisschen Zeit. Dann danke ich dir sehr. Es war ein Ich wunderbares danke dir. Gespräch und Sehr schön. wir werden mit Sicherheit, wie ich uns beide kenne, auch mal wieder Podcasts machen. Ich Wobei denke. jetzt erstmal diese Reihe, die ja, wenn ich sie wirklich komplett machen würde, hätte sie ja 50 Podcasts. Ja, Ja, wow. es waren ja Das knapp bleibt ein ganzes 50 Jahr. Vorträge. Nee, ich würde dann in dem Fall zwei pro Woche machen. Ah ja, okay. Ja, Auch cool. aber Ja, es dann waren haben wir die wirklich. Infos schneller. Es ist ja wirklich auch, um nochmal das anzuschließen an dein Thema, innerlich, es ist ja auch Fülle ohne Ende dieser Absolut, Podcast. absolut. Es gab ja so viele verschiedene Themen. Und Essen. Und Essen. Ja. Essen ist im Preis mit drin. Das war toll. Also ich finde, die Versorgung war einzigartig. Ich bin ja jemand, der gerne isst. Deshalb war das für mich sehr wichtig. Genau. Von einem fränkischen vegetarischen Metzger. Das kann man noch mal dazu sagen, weil das ist, glaube ich, etwas, was ein sehr apartes Collapsing Anchors macht. Ja, auf jeden Fall. Es gab auch veganes Essen. Ja, gut. Also ist Sag kein mal, Grund, nicht hinzufahren. ich danke dir sehr Ich danke dir. und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.